Hallo. Na toll, jetzt liegt hier direkt ein Zettel runter. Egal, hallo. Ja, es ist Zeit für einen GGG-Ordnerkrieg Teil 2. Ich habe mir den ersten gerade ein bisschen angeguckt und ich musste lachen, da ich mit diesen paar Ordnern schon überfordert war. Also, ja, das hier ist Zwischenschritt 192. Bis zu dem Stand war ich beim letzten Mal. Und da habe ich noch sowas geredet wie, ach, das war so viel und ich alles drum und dran habe ich. Ich habe eigentlich eine ganze Menge erzählt. Ich musste lachen, weil, naja, ich habe, das ist jetzt Zwischenschritt 192 und ich habe jetzt fast schon 600 Zwischenschritte. Und damals habe ich, hör ich auf, also wie gesagt, das war der damalige Stand. Ach ja, jetzt habe ich sie ja nicht mehr unten. Das war, ignoriert ihr bitte wieder. Das ist mein Ordner mittlerweile. Damals hatte ich nur die eine Datei. Und die kann ich jetzt nicht öffnen, weil sonst stürzt mein Rechner ab mit dem Programm. Die habe ich euch zum Teil ja alles gezeigt. Das waren damals noch, also in dem kompletten ersten Teil waren das 444 Ebenen. Kein Wunder, warum mein Rechner ein bisschen Probleme hatte. Daraufhin habe ich hinterher Datei 2 angefangen. Die kann ich euch gleich sogar noch zeigen. Datei 3 habe ich schon mal angelegt, ist aber nicht weitergemacht worden. Ich habe hier 49, also bis zum Ordner 49 gemacht. Hier in dem Ordner sind das, was war das, 128? Ich glaube 128 oder 100, nee, 182. Ah, sowas um den Dreh, warte, habe ich hier aufgeschrieben. Ja, ich habe jetzt hier aufgeschrieben, das ist halt drei Ebenen, das hatte ich euch ja erklärt, das waren ja der Rahmen und Co. Und hier habe ich halt für die einzelnen Ordner nochmal angeschrieben, wie viele Ebenen ich verbraucht habe. Deswegen kam ich insgesamt auf 444 Ebenen. Für Datei 2, da seht ihr schon, mit Ordner 35 habe ich angefangen, ging dann bis 49. Ich will jetzt nicht nochmal übertreiben, das heißt 84 Ebenen, Datei 1, Datei 2, macht... Entschuldigung. 628 Ebenen. Daraufhin habe ich irgendwann gesagt, ja gut, ich kann nicht immer nur die JPEG-Dateien nehmen und darauf weiterzeichnen. Deswegen habe ich halt einen dritten Datei angefangen, wo ich halt alle Ordner komprimiert habe, aber die Ebenen soweit auf 1 oder auf geringfügenden Ebenen zusammengefügt habe, dass das nicht so viel wird. Da ich hier nicht alle Zwischenschritte zusammen würfeln kann, habe ich sie erstmal hier komplett reingeworfen. Ich habe schon ein paar Zwischenschritte auf meinem Kanal hochgeladen, bis 400. Das, jetzt geht mir die Stimme weg, das ist doch nicht... Ja, bis zu dem Punkt habe ich euch das schon gezeigt. Wie ihr seht, war ich in der Zeit ein bisschen fleißig. Fleißig kann man es auch nicht nennen, weil ich viele andere Projekte da reingehauen habe. Ich bin halt... ziemlich lustig, dass ich euch gesagt habe, ah ja, auf meinem Kanal kommt jetzt erstmal keine Zwischenschritt-Videos, bla bla bla. Ja, Pustekuchen, ich habe mich an farbliche Versionen gefangen. Aber wie gesagt, derzeit bin ich bei 560 Zwischenschritten. Geh ich mal rein. Und dann zeige ich euch jetzt mal Datei 2. Jetzt muss ich nochmal rechts rum. Links rum. Ja, Debbie, das lernen wir nochmal. Wie gesagt, das waren Zwischenschritt 192. Ich muss laden. Und ja, meine Stimme verzagt. Ich werde krank. Und ja, das ist mein aktueller Stand. Beim letzten Mal konnte ich euch leider nicht sagen, auf wie viel Prozent ich das Bild meistens vergrößere. Diesmal kann ich euch sagen, 300% bis 400%. Wie ihr seht, ist hier einiges dazu gekommen. Welche Bella ist dazu gekommen? Dann das kleine Mädchen hier. Und unten ist eine ganze Menge dazu gekommen, auch der Doktor, die und das, jenes, egal. Gucken wir einfach mal bei dem Ordnerkrieg wieder. Ja, Inside Girl habe ich jetzt offen. Hier habe ich euch ja gesagt, hatte ich euch... er geht jetzt viel einfacher. Da habe ich das JPEG-Bild beim Anfang genommen. Leider merkt man es beim Reinzoomen auch, dass die Qualität ein bisschen... Ja, wobei, es geht eigentlich, na, da fängt schon wieder an.
Aber gut, es ist ja einfach nur, um es weiterzeichnen zu können. Im Grunde kommt das hier alles in Datei 3 wieder alles rein. In der allgemeinen Datei. So. Dann kam The Dragon's Name Cancer. Das LP, das war echt... Ja, dann kam Vollgas. Ich muss zugeben, das LP habe ich noch nicht gesehen, aber es gehört auch zu einem seiner ältesten LPs. Der Charakter ist hier unten. The Park ist da oben, das kleine Eichhörnchen. Evil Chicken thront hier zur rechten Seite des GGG. The Whispered World, die Raupe habe ich hier. The Among Sleep. Ach, da unten haben wir die Dame. Ja, die liebe... Dame. Ja, Albino Lullaby, das LP. Keine Ahnung, davon habe ich größtenteils Kopfschmerzen bekommen, aber ich fand die interessant zu zeichnen. Da habe ich einmal zwei dieser liebreizenden Gedönse hingebracht. Town of Light, Charlotte? Ah ja, unsere liebe Charlotte. Die hat auch verdammt viel Spaß gemacht. Oh, das ist toll. Aber auf die Ebenen gehe ich ja gleich ein. Ich will euch das ja nur erstmal zeigen. Internally Zombie. Oder wie man das ausspricht, keine Ahnung, ist da unten bei Elizabeth und Max. Der Outlast Doc. Oh, hatte ich da Spaß bei dem Doktor. Also, er hat mich auch ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Aber es war mal wieder ein Charakter, der ein bisschen mehr Details brauchte. Lotti, natürlich, darf nicht fehlen. Warum sollte Lotti auch fehlen? The 60 Seconds, klar, darf auch nicht fehlen. Hatten wir auch eine ganze Menge Spaß im Livestream. Der dreiköpfige Affe. Naja, wo findet ihr den? Ja. Naja, da gehen wir auch gleich drauf. Der hat auch einer der wenigsten Ebenen gehabt. Weller Broken Age ist... Hallo? Da oben, genau. Mein Rechner hat jetzt schon Probleme. Tja. Inside Girl. Das kleine Wassermädchen da unten. Bei ihr wusste ich erstmal nicht, wo ich sie hinschmeißen soll. Ich wollte sie eigentlich oben links reinschmeißen, aber dann wirkte sie ein bisschen aus vor. Ich weiß immer noch nicht, was ich oben links reinschmeiße, aber okay. Dann wollen wir mal The Dragon's Name Cancer reinhauen. Wow, ja, da habe ich ein paar mehr. So, gehen wir mal zu ihm. Tada! Da habe ich sogar die Ente, was normalerweise nicht ist. Normalerweise hat er hier ja ein Brotstück. Da habe ich aber die Ente reingemacht. Ich mochte die Ente. Das Ding. Der Hintergrund ist klar, damit das deckend bleibt. Outlines muss ich auch nicht viel sagen. Ein paar Schattierungen. Das Shirt. Wobei, ganz zufrieden bin ich ja nicht, aber gut, es ist jetzt eine größere Begrenzung. Ja. Okay. Ja, es ist halt eine Vergrößerung und wenn man es kleiner macht, merkt man es eigentlich auch nicht mehr. Plup. Kommen wir zu dem Herrn, dessen Name ich nicht weiß. Egal, wo bist du? Da bist du. Pulli, Hand, oh Gott. Ich weiß nicht, manchmal habe ich die Angewohnheit, alles auf wenig Sachen zu reduzieren und manchmal auch nicht. Ohne Hintergrund würde es so aussehen. Ohne Outline würde es so aussehen. Da wir beides brauchen, ist das eine Sache. Warte. So. So sieht das komplett ohne alles aus. Sah ein bisschen komisch aus, aber okay. Das Glas habe ich direkt auf eine Ebene so gemacht. Keine Ahnung warum. Schatten! Noch mehr Schatten! Noch mehr Schatten! Also hier gesagt, die S-Dinger sind einmal Schatten 1, Schatten 2, Schatten 3, muss ich erklären. Die Leaf sind die Lichtverhältnisse, die sieht man natürlich nicht. Das sieht komisch aus. Komm, wir brauchen alles wieder. Warum sieht das so komisch aus? Übergänge sind nicht ganz. Warum ist das so? Muss ich mich gleich nochmal dran setzen. Warum? Es ist nicht schön. Zack. Aber in klein wird man es eh nicht. Oh, 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 oh. Ja. Gut, ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst labere ich euch wieder zu. The Park. Ah, dieses wunderschöne Eichhörnchen. ohne das Blut und alles wird das nicht so fröhlich. Zack, zack, zack. Seht ihr, das wird direkt viel freundlicher. Tour weg.
Achso, hell, dunkel, ja. Meine Ebenenbeschreibung sind mal fast nicht so. Da habe ich halt auch nicht sonderlich viel dazu gepackt. Ne? Aber. Ich muss die Outlines wieder reinsetzen. Juhu! Evil schicken. Ach, da weiß ich auch, wo es ist. Da ist eine dreiköpfige Affe. Da ist das Evil schicken. Ach, so wunderschöner. Echt? Das Evil sieht nicht schön aus. Ohne Outline sieht das gute Ding so aus. Mit allem drum und dran so. Ich muss immer noch lachen, dass ich beim letzten Mal bei den ganzen Ordnern so gedacht habe, ach mein Gott, das ist so viel und oh. Und jetzt bin ich schon bei 49. The Park hatte ich, Evil Chicken war da, The Wisp of the World, die Raupe. Ach, wie hieß die nochmal? Beim Cedric weiß ich jetzt, wie der hieß. Cedric. Aber die Raupe. Hallo Raupe. Da sieht man es hier auch, dass der gute Herr hier nicht so gut von der Qualität ist, aber es kommt ja hinterher auf das Endprodukt an. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ach, hier. Da habe ich nochmal eine zweite Outline gemacht. Und zwar ohne, dass ich das hier das Überschüssige wegradiert habe. So. Weil sonst sähe das alles so hier überschüssig aus. Aber ich fand das so schade, die einfach wegzuschmeißen. So. Ohne Outlines. Ohne Outlines. Boah, ich hab's heute. Also, ohne Koloration, Schattierung und Lichtverhältnisse sieht das alles ein bisschen zweidimensional aus. Yeah. Und mit so. Among the Sleep. Among the Sleep? Achso, ja. Ja, ich, Nein, das ist es nicht. Da ist sie ja. Da durfte ich ein bisschen kritzeln, so. Hat dann ein bisschen Spaß gemacht. Aber wir müssen, glaube ich, ein bisschen rausgehen, weil die gute Dame ein bisschen größer ist. Hallo, Lotti. So, ja. So, ohne alles. Wie gesagt, ist nicht viel Unterschiede dazugekommen. Bisschen Struktur, Struktur 2. Farblich, ein bisschen Schattierung dazugekommen und die Lichteffekte für die Augen. Was will man da großartig machen? Da zeige ich das euch mal anhand des Herrens und da vorne. Und zwar, hallo, ist er weg? Ja, so sehen die Outlines aus. Genau wie da vorne. Der ist mir ein bisschen besser gelungen, finde ich. Einheitlicher Body, Schattierung 1. Zwei, überhaupt nicht übertrieben, Schattierung 3, hätte man alles auf einer Ebene machen können, aber scheiß drauf. Lichtverhältnisse 1 und Lichtverhältnisse 2. Hätte man eigentlich auch auf eine Ebene machen können. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Geht's wieder raus? Charlotte! Ja, unsere liebe Charlotte, die gute Frau, die mir mehr Spaß gemacht hat. Das ist Frau Puppe. So. Ja, Charlotte, wir haben es verstanden. Die ist so kalt. So, das ist Charlotte ohne alles Mögliche. Die Augen, die habe ich direkt auf der Ebene selbst gemacht. Die geht ja mittlerweile einfach. Dann kam halt die normale Haut dazu. Die ich aus irgendeinem Grund hier schon angefangen habe. Oder war das wegen... Ach, keine Ahnung. Ist schon so lange her, dass ich mich daran gesetzt habe. Die verschiedenen Schattierungen. Hier habe ich komischerweise viermal Schattierungen gemacht, weil das... Ohne die vierte Schattierung mir ein bisschen wenig erschienen. Also habe ich die hier noch einmal. Dann kamen die Lichtverhältnisse. Dann kamen die Haare. So. Die Schattierung von den Haaren. Ja gut, erklärt sich von allein. Oberteil! Yeah! Und zack. Charlotte eben, ne? Nicht frieren. War ich noch vorhin. Das ist der Zombie. Den hab ich doch da unten. Eigentlich war es eine Pixelzeichnung, aber irgendwie, keine Ahnung, so gut habe ich den gar nicht hingekriegt. Das ärgert mich ein bisschen. Da, so sieht er normalerweise aus und kleinen, feinen Unterschiede. Hauptsache, ich denke an die Lichtverhältnisse an so einem kleinen Zombie. Aber okay. Achso, weil das... Egal. Outlast Dog. Ja, da ist die meiste Freude. Oh, komm her.
Bist du nicht wunderschön, mein Schatz? Ja. Okay, ich kaufe mal die Ebenen weg und die eigentliche Ebene ist immer noch nicht dabei. So. Wow. Ja, sieht ein bisschen gleich aus hier. Hier auch wieder die eigentliche Ebene, die sich über die anderen Sachen erstreckt. Die wollte ich eigentlich auch nicht wirklich, weil die so gut ist. Haut 1 mit den ganzen Schattierungen. Dann die Lichtverhältnisse. Hoch. Die Brille. Kleinen Lichteffekten auch wieder. Gut, die Schere, muss ich mal kurz rüber. Da. Da sitzt die gute Dame drauf, ja. Tada! Ich fand es eigentlich eine gute Idee, die Schere da noch zu lassen. Da habe ich ein bisschen die freie Lücke. Verdeckt. Gedöns. Flup. Ach ja, von dem Fetzen. Zack, zack. Ich habe direkt bei den Lichtverhältnissen auch ein bisschen bei den Haaren mitgemacht. Ja, ich schummel manchmal. Aber das ist gut. Lotti, 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 Lotti. Da bist du, Lotti. Ja. So. Hier auch wieder. Dann die kompletten Outlines, die sich auch hier über die anderen Sachen erstreckt. Zack. So. Das fand ich auch wiederum lustig, weil die Schere so aussieht, als würde Lotti sich davor erschrecken. Aber okay, in dem Fall ja nicht. Ein paar Lichteffekte. Gut, ich tue mich manchmal noch schwer, weil eigentlich hat sie ja blonde, dunkelblonde Haare. Und sonst wäre das ein bisschen zu dunkel geworden. Das wollte ich nicht. Ihr seht schon, das ist eine ganze Menge Arbeit. Und ab und an ist mir meine Motivation dann auch abhanden gekommen, weswegen ich dann halt auch angefangen habe, andere Bilder zu zeichnen. Und ich weiß nicht, ob ihr mehr jetzt von diesen Ordnerkriegdingern sehen wollt oder nicht. 60 Seconds? Oh ja, habe ich auch eine ganze Menge. Oder nicht, aber ich meine, beim letzten Mal war es dann doch... ich meine, das ist jetzt ein gewagter Sprung von ein paar Ebenen bis hin zu ein paar hundert Ebenen. Achso, wollte ich schon sagen. So. So sehen die so aus. Das sind 3 Ebenen. Ihr seht schon, mein Rechner hat jetzt hier so seine Probleme. Oh, bitte schmier mir nicht. Aha, das wäre ein bisschen blöd. Auf jeden Fall ist das Prinzip eigentlich immer leicht. Ich fange hinterher erstmal mit den Outlines. Ich fange immer erstmal mit den Outlines an. Dann fange ich mit der Grundkoloration an. Und dann erst mit den nach und nach mit den anderen. Und der dreiköpfige Affe mit 3 Ebenen. Ja, hat was. Hier habe ich auch nochmal die Outlines so gehabt, um zu gucken, ob das passt. Aber die fiel mir jetzt nicht wegen den, wegen der zu pixelartigen. Da wollte ich jetzt halt gucken, dass ich ein bisschen pixelig mache, statt nur die geraden Linien. Weil die geraden Linien waren nicht so blöd. Wellerburgen Age. Ja, die fand ich ein bisschen schwieriger. Wohlgemerkt. Weil die so Streichholzbeine hat. Die hat so Streichholzbeine. So, bist du. So sah das Ganze so aus. Die Flügel habe ich separat gemacht. Allein für die Schattierung war es mir einfach. War es einfacher, separat zu schattieren. Statt wenn ich sie auszusehen mit dem Körper ein bisschen blöd schattiert habe. Ja, ich habe... Ja, wie soll ich das sagen? Manchmal, gerade bei der Schattierung, gehe ich manchmal auch im Rahmen entlang, damit das ein bisschen kann. Da fühle ich ein bisschen, zugegebenerweise. Aber das muss auch mal sein. Oh Gott, ich habe schon 19 Minuten. 21, ja. Naja, bei der Haut war es ein bisschen schwieriger, weil ich wollte ja auch nicht zu dunkel machen, weil man sollte ja auch was erkennen. Aber dann ist es dann doch... bisschen dunkler geraten, als ich wollte. Ich weiß nicht, vielleicht im Nachhinein ändere ich das auch, aber ich weiß nicht, sie ist ja eigentlich so ganz freundlich und ich finde die Farbe eigentlich auch ganz schön. Was heißt die Farbe? Ich mache schwarz-weiß. Okay. Deswegen geht das eigentlich. Hier bei dem habe ich zum Beispiel die Lichtebene für alle genommen, was ich auch komisch finde. Oh, komm her. Bei dem Inside Girl war das eigentlich ganz einfach, wobei ich überlege, weil das
Die ist ein bisschen komisch gezeichnet. Ich wollte zuerst versuchen, hier auch die Arme und alles noch mit einzeln, aber das sah immer komisch aus. Deswegen behielt ich das einfach mal so. Warte, wo sind wir? So. Och ja, das war der Hintergrund. Den habe ich hinterher einfach nur angepasst an dieser Silhouette. Silhouette. Oh Gott, ich hab's heute. Das ist schrecklich. Bei den Haaren habe ich zuerst eine grobe Richtung gemacht und dann habe ich halt mit dem richtigen Pinsel halt noch ein bisschen nachgemacht. Ich glaube, hier sieht man es noch an der Ecke. So, dann habe ich die Haut 1 gemacht und dann noch ein bisschen Schattierung mehr oder minder reingemacht, aber naja, was soll man machen? Und kurzum, naja, sieht dann hinterher diesbezüglich noch so aus. Ich weiß nicht, was zu Sicherheit. Ja, schlimmer, schlimmer. Und ja, was ich noch vorhabe, ist generell hier die größten Lücken noch zu füllen. Hier unten bei Elizabeth. Mal sehen, ob ich da noch was reinquetsche oder nicht. Ich denke wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, ich werde jetzt demnächst nochmal nach Referenzen suchen für neuere Let's Plays, die er gemacht hat, damit nicht nur die Älteren mit ihren Platz finden, sondern halt auch ein bisschen neuere, wie hier zum Beispiel das Opossum Biber-Gedöns. So, jetzt habe ich allerdings genügend gequatscht, ist genügend gezeigt von dem Ordner Krieg 2. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, weil, naja, ich muss ja jetzt demnächst hier anfangen. Nein! Nein. Oh. Ich muss dich retten. Wie ging das nochmal? Egal, ich muss jetzt mal in meinen Notizen nochmal gucken. Ja, gut. Das falsch gespeichert. Oh nein. Egal, ich mach schon mal das dritte Mal auf. Ich weiß hier noch nicht, was da reinkommt, aber. Ja, komm. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich werde gucken, dass ich meine zweite Datei erstmal rette. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.